Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Restaurant Tycoon 2. Das habe ich ja auf meinem alten Account schon mal gespielt, aber der war jetzt weg und jetzt fange ich von neu an. Und damit ist Gaming House ist damit auch dabei. Hallo Gaming House. Hallo Ivo, ich bin gespannt. Wir spielen das jetzt zusammen. Ich habe schon ein paar Mal gespielt. Ja. Okay, ich wähle gerade mal mein Restaurant aus mit E oder Q. Kannst du rumwählen. Aha. Was du willst. Oh, ich habe schon was gefunden. Echt? Ja, ein Glaskasten. Amerikanisch Essen steht hier. Ich glaube, ich nehme das Restaurant, was ich auch hatte. Ich glaube. Gaming Ghost Restaurant. Oh, was willst du für Essen? Hast du ausgewählt? Ich konnte nur amerikanisch auswählen. Ich habe amerikanisch ausgewählt. Du hättest auch italienisches. Oder echt? Kann ich auch? Kann ich das noch ändern? Nein, Japan. Mexikanisches Essen. Ja, siehst du mal, das passt doch. Ich gehe schon mal rein, oder? Was Tacos, Burritos und so kann ich jetzt sagen. Ja, guten Tag, ein Tisch für zwei. Ich habe das gleiche, was ich vorher auch hatte, das gleiche Restaurant. Ja. Jetzt muss man da auf die Gäste klicken, wenn welche sind, und dann auf einen Tisch. Ach so, und dann denen quasi sagen, wo sie sich setzen sollen. Mhm. Ja. Okay. Ich muss Cheeseburger probieren. Die können sich da drüben hinsetzen. Okay. Und wie koche ich? Mit E. Ich habe ja erstmal Zutaten, ne? Tacos. Go to the stove. Ich muss erstmal zum Herd gehen. Oha, ich mache gerade Tacos. Richtig. Ich muss was kochen. Du machst Tacos? Ja klar, du hast ja was anderes. Ich habe hier... Oha! Okay, jetzt muss ich es noch schneiden. Okay, mehrmals klicken. Klick, 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 klick. Und dann bin ich fertig oder was? Nein. Hm. Dann muss ich hinlaufen. Er muss es nehmen. Und den Cheeseburger bringen. Und dann hinbringen. Zum richtigen Gast. Ich nehme Cheeseburger. Auch zu richtigen Kunden. Dame zuerst. Und du musst gucken, dass du alle Bestellungen annimmst. So. Wenn die Bestellungen grau sind, dann hast du sie angenommen. Okay, ich warte auf Cheeseburger. Und Sie sagen, Sie müssen Cheeseburger probieren. Das heißt, ich muss jetzt kochen, kochen, kochen. Ich habe zwei Herde. Wenn man zwei Herde hat, kann man auf beiden Herden kochen oder nicht? Wahrscheinlich erst, wenn man zwei Bestellungen angenommen hat, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja viel Arbeit. Ja, aber das erinnert mich ein bisschen an Plate Up. Das war auch lustig. Weißt ja, du noch? Da können wir auch mal weiterspielen. Plate Up mal weiterspielen würde ich auch gerne, ja. Ja. Ich mache jetzt hier nur noch Cheeseburger. Das können wir gerne mal machen. Mal wieder Plate Up war klasse. Das fand ich wirklich gut. Ich habe bisher nur ein Menü im. Ich habe bisher nur eine Sache in meiner Speisekarte, und zwar Tacos für $6. Mhm. Jedes kostet $6. Ich koche noch eins. Und du musst dran denken, wenn beide Leute es bekommen haben, musst du die Teller einsammeln und das Geld abholen, was auf dem Tisch liegt. Ach so. Habe ich gerade schon. Ich muss das noch machen hier. Ich habe gerade schon mein erstes Geld verdient. Das würde ich jetzt noch mal schnell wegbringen. Ich habe gerade schon meine ersten $12 verdient. Ja. So, jetzt kriegt sie zuerst hier. Und ja, guten Tag. Das Essen ist am Brennen. Oh nein. Finish, schnell weg. Bam. Und schneiden. Gehen Sie da ruhig hin. Das hat noch geklappt, Gott sei Dank. Hier ist ein Eis. Was ist das? Ich habe ein 0,4 Rating. So, guten Appetit. Ich habe 0,4 Sterne Rating. Was hast du für ein Rating? Ich habe 0,4 Sterne. Ich habe noch gar nicht geschaut, weil ich noch gar nicht gucken kann. Ich habe jetzt erstmal Teller eingesammelt und das Geld dazu. Die anderen essen noch. Wo siehst du dein Rating? Außen, vorm Restaurant. Da muss ich mal rausgehen und gucken. Ah, andere Seite. Ich habe hier so einen Glaskasten. Da muss man schauen. Da war ich auch schon mal drin. Den habe ich auch schon mal auf noch einem anderen Account gespielt. 0,3. Oha, ich habe ein besseres Rating. Ja, weil du halt schon weiter bist wahrscheinlich, oder? Nö. Weiter bin ich. Die möchten... Was möchten auch die? Cheeseburger. Ich habe bisher nur Cheeseburger im Angebot. Ja, ich habe aber gleich... Wenn der Tag vorbei ist, kannst du ein neues Gericht auswählen. Mhm. So, ich nehme die andere auch noch gleich mit auf. Ein Tisch für zwei bitte. Die wollen sich setzen. Dann geht mal hier hin. Es ist schon 6 Uhr abends. Ich muss jetzt schnell zurück. Mein Essen brennt.
Finish. Uiuiui, ist das schon kaputt? So. Mein Essen ist zwar verbrannt, aber irgendwie geht der Cheeseburger noch. So, man kann sich doch irgendwann, glaube ich, auf den Koch einstellen. Ja, kann man. Hatte ich ja auch in meinen Videos. Hast du die geguckt? Ja. Dann weißt du ja. Genau. Ich weiß auch, und wenn man 4 drückt unter Arbeiter. Oh, hier hat jemand Geburtstag. Was ist denn jetzt los? Der hat Geburtstag, der kriegt natürlich zuerst. Kann man da noch eine Geburtstagsüberraschung machen für denjenigen, der Geburtstag hat? Wie? Ja, ein Gast bei mir hat Geburtstag, da steht Geburtstag drüber. Und da ist so ein extra Zeichen. Dann gib dem halt was Gutes. Ja, was kann ich ihm Gutes geben? Ja, was Gutes. Haha, ich habe mir einen Kellner angestellt. Ich muss die Arbeit nicht mehr machen. Wie hast du das gemacht? Unter Arbeiter. Oh, das mache ich auch. Du kannst da auswählen. Geh mal nach ganz unten links, ganz runter. Ja. Und dann in weit. Nee, mach Kreuz wieder. Dann mach auf das Plus und mach Olifantivo hinzufügen. Okay, dann jetzt bin ich dein Manager. Jetzt bist du mein Kellner. Mein Manager, na, das wollte ich jetzt nicht haben. Ich wollte dich eigentlich hier als... Ich brauche einen Koch. Oh, Belohnungen einsammeln. Der angehende Koch. Oha, so. Ich habe ein neues Level. Belohnungen einsammeln musst du. Ja, super. Ich habe auch ein neues Level. Ich habe ein neues Gericht. Wasser. So. Wasser, Taco, Kindermenü oder Nachos? Nachos! Ich nehme mal Wasser. Wasser wird einfach. Ich habe Nachos. So, Wasser muss man dann hier. Jetzt muss ich da was bauen. Kannst du mich mal kurz als Manager entfernen? Wobei, ich möchte noch mal zu dir kommen. Haha, ich bin dein Manager. So, kann man das auch drehen? Das innen, kann man das bewegen? Mach mich mal als Manager weg. Warte bitte, ich bin gerade hier beschäftigt, ja? Ich habe hier gerade einen Kühlschrank hinzustellen und weiß nicht, wie ich den abstellen soll, weil ich den nicht drehen kann. Ja. So, das weiß ich jetzt nicht. Ich gebe jetzt gleich all mein Geld für den Koch aus. Na, es ist für mich auch nicht so einfach, mich zu konzentrieren. Weil jetzt die Gäste schon wieder weg sind. Ich gebe jetzt gleich mein ganzes Geld. Ich bin irgendwie bei Inventar drin. Ich gebe jetzt gleich mein ganzes Geld dafür aus, dass ich einen Koch habe, der mir dann zuguckt. Und der dann lernt, wie man solche Sachen kocht. Das habe ich schon. Ne? Das habe ich schon. Aber der macht natürlich noch nichts, weil er noch trainiert. Der guckt noch zu. Oha, ich muss hier Nachos reiben. Bam. Ich mache schon meine ersten Nachos. Ja. Es ist dann wohl... Oha! So, dann bringen wir das mal weg. Nachos sind mexikanisches Essen? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja. So, da kommen schon die nächsten Gäste. Guten Abend. Ich habe schon ein 0,7 Rating. So, schau dir an, wie ich das mache hier, lieber Koch. Wir möchten beide Wasser haben. Dann gehe ich zum Kühlschrank, nehme Wasser raus, bringe es hin. Einmal und zweimal. Das ging schnell, das ist sehr gut. Wo ist dein Restaurant? So, die sind fertig. Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass meine Birthday-Torte lecker wird. Ah, warte, bleib mal stehen. Bleib mal da, wo du bist. Ich muss gucken, dass ich diese Torte machen kann. Ich muss zum Ofen gehen. Ich muss mich jetzt leider mal konzentrieren. Will der Gast, der Geburtstag hat, eine Torte? Der hätte gern eine Geburtstagstorte, ja. Und die Torte ist gleich fertig. Du hast 0,5 Rating. Du kommst gerade rein. Hallo. Oh, hi. Guten Tag. Ah, die hat Geburtstag. Ja, hier habe ich die Birthday Cake. Und die gebe ich jetzt gerade mal dem Geburtstagskind. Bin ich immer noch dein Manager? Herzlichen Glückwunsch. Ich kann bestellen bei dir. Ja. Soll ich dich raus entfernen, hast du gesagt, ne? Nein. Warum? Du wolltest doch, dass ich dich entferne. Nee. Nein? Ich bin dein Manager. So, ich habe nicht genug Geld. Ah, als Manager kann ich bei dir Sachen bauen. Ja. Ich kann bei dir Teller einsammeln und so, glaube ich. Das geht. Und ich nehme die Bestellung an. Für dich. Du hast meine Bestellung angenommen, das ist aber nett. Und ich koche die Sachen. Ja, dann mach mal. Das ist toll. Super. Dann geh mal zu mir. Das ist zwar mega weit weg,
Aber ist egal. Nö, warum? Ich muss doch hier weitermachen. Guck mal, da den Teller abräumen. Wir können es doch zusammen machen jetzt hier eben. Ja. So, jetzt müssten gleich die nächsten kommen. Bist du schon am Kuchen? Kannst du bitte mal auf. Kannst du bitte mal auf. Nochmal gleich auf. Arbeiter. Auf Arbeiter wieder auf 4. Ja. Und dann unten auf Manager. Und dann auf Spend Money. Ich brauche 1 Dollar. Nee, warte. Build Mode Access und Spend Money. Ja, mach beides an. Okay. Dann kriegst du Geld. Ich krieg Geld von dir? Automatisch? Wahrscheinlich bekommst du dann Geld für die Arbeit, die du machst. So, ich muss hier die Gäste bedienen. Ich nehme beide Bestellungen auf. Habe ich schon. Ich habe eine angenommen. Und dann muss man hier zum Kühlschrank laufen und das Wasser bringen. Dafür hast du also einen hingestellt gehabt. Genau. Jetzt hast du mir das Wasser weggenommen. Aber das macht nichts. So, ich muss jetzt schauen. Hier, die wollen bestimmt, nachdem sie getrunken haben, dann auch was essen. Oh, dein Chef hat uns gleich genug zugeguckt. Ich mache jetzt noch eine Bestellung. Ja. Oder ich würde sagen, also ich gehe mal wieder. Viel Spaß. Jo, danke schön für deine Hilfe. Ich helfe dir vielleicht gleich wieder. Mhm. Aber erstmal muss ich zurück. Das ist nämlich sehr weit entfernt. Oh ja. Aber ich will das mal sagen, das war's mit der Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Haut rein. Ciao.